Aber mir gefällt das hier, dieses komische Armor. Oder wie das heißt. Ich werde mir den dritten Teil kaufen. Wenn der kommt. Muss ich noch ein bisschen sparen, ne, René? Sehe ich schon. Aber die anderen Häuser hier, da kannst du nirgends vor rein. Oh nein, stopp. Abwarten, 4 Stück. Wen hat der denn gesehen? Den anderen Typen wahrscheinlich. Hoffentlich. Da drüben ist auch noch einer, da sind noch, da links ist einer mit so einem hellen Pullover und vor uns sind zwei mit einem dunklen Pullover. Siehst du da hinten diesen komischen Kirchturm? Ich bin hier in der schlechten Position, ich glaube ich muss ja mal, ich warte erst noch ein bisschen. Ja, ja, lieber warten. Ich guck gerade hier hin. Let's see. Und davor, das ist das Krankenhaus. Dieses längliche Gebäude. Schreit doch schon wieder, der hat doch schon einen gesehen, ne? Ja, komm, der eine, der hat. Pass auf, da ist einer. Da sind zu viele, ey. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Echt? Oh, war nur ein bisschen, ne? Da hinten ist ein Hopper. Was zum? Ja, Audi. Oh, da hinten kommt noch mehr. So, ein bisschen. Was hat der Typ für eine Waffe? MK16CQC Holo. Alter, du bist mutig. Was ist das? Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, ich mach's nicht. Die sind hinter dem Auto. Normalerweise könnte man vor dem Auto mal her. Mein Gott. Na, warten. Ja, ich unterbreche mal die Aufnahme und wenn wir mal im Krankenhaus sind, werde ich wieder starten. Ja Leute, inzwischen bin ich auf dem Krankenhaus angekommen mit ein bisschen Blutverlust. Tammy folgt mir, aber er musste auch flüchten und hat es noch nicht ganz geschafft. Ich habe glücklicherweise 5 Blutpacks gefunden und hoffe, dass ich die retten kann. Ich will mich jetzt erstmal ein bisschen mit dem Fernglas umgucken. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ich bin gerade. Ganz ruhig, Tommy, wir haben Zeit. Im Notfall komme ich auch zu dir, dann nehme ich den Rest hier mit. Aber mit dem Fernglas sehe ich nicht so viel. Guck erstmal hier um die Ecke, ob ich was sehe. Jetzt sehe ich dich. Wo? So, jetzt gehst du aufs Krankenhaus zu.
Achso, dann ist das das Ding. Das Okay. lange, das lange. Und hier hinten ist da so eine Ecke. Da geht eine Leiter hoch. Da ist so ein Container, so ein Müllcontainer. Mehr von dir aus gesehen, mehr links. Jetzt sehe ich dich aber nicht mehr. Doch, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, du musst erst an dem Kaninchenstall vorbei. Ist aber ziemlich frei eigentlich, oder? Ich habe Angst aufzustehen oder mich in eine Hocke zu begeben. Ich glaube, ich muss aber was essen, weil... Nee, jetzt noch nicht am Blinken. Geht noch. Ja, du kommst immer näher, das ist gut. Sagst du mir, wenn du auf der Leiter bist, damit ich nicht schieße? Ja, der mich. Komme ich die Leiter hoch? Gut. Aber das können die Zombies doch eh nicht, ne? Dann leg dich bitte gleich hin. Hier hinten bin ich. Du bist genau auf der Fall. Ja, genau. Ja, genau hier. Ich mach dir jetzt erstmal zwei Blutpacks in deinen Rucksack. Wir teilen das so ein bisschen auf, damit wenn einer stirbt, dann hat der andere wenigstens noch, weißt du? Ja, können wir machen. In dem Karton müsste auch noch ein paar Spritzen sein. Karton? Oh ja, da kann man ran. Morphium. So, ich kann dir nur aus meinem normalen Inventar geben. So, ich habe mir jetzt noch eine Blutkonserve aus dem Karton auch genommen. Was ist denn wichtiger, Epinephrin oder Morphium? Ah, beides, das kannst du dir ja wohl vorstellen, oder? Hast du jetzt bei dir zufällig was in... Hast du Blutpacks noch, noch zusätzlich von mir gekriegt? Ja, warum kann ich die anderen Felder nicht voll machen da unten? Das ist so doof. Ja, unten die gehen nicht voll. Das ist für andere Sachen reserviert. Ich mir jetzt noch eine Cola rein. Rucksack, ob du also ich habe alles hier. Eine Blutkonserve. Nur eine? Ey, warum ja. Sind die beiden Blutkonserven gefunden? Eine ist in meiner Tasche? Ne, das ist die doch, oder nicht? Ne, eine im Rucksack und eine in der Tasche. Dann Bluttransfusion legen? Wie, hast du schon kein Blut mehr, oder was? Ne, ich hab... Ja, was heißt, ich hab 10.000, das reicht ja noch. Ja, ich meine, das brauchen wir jetzt ja nicht benutzen. Ne, müssen wir ja auch nicht. Müssen wir mal gucken, Blutkonserve. Der Rucksack ist ja glaube ich voll, ne? Ja, der Rucksack ist voll. Ja, wir müssen für dich unbedingt einen größeren Rucksack haben. Nehme ich mir jetzt noch eine Blutkonserve mit? Ja, ist denn noch eine da drin, ne? Ja. Ja, dann nimm die alle mit. Pappkarton. Hier sind noch Morphium und Schmerzmittel. Ach, hier sind auch noch Blutkonserven für ja, hier ist auch Morphium. Aber ich sag ja, ich habe jetzt... Blutkonserven, aber Blutkonserven sind wichtiger, oder nicht?
das ist alle, die Schmerzmittel sind genauso wichtig auch. Ja, ne? Scheiße. Brauchen einen Rucksack für dich aus. Hier, weißt du, was wir machen? Wir bringen jetzt erstmal das ganze Zeug weg. Ich nehme hier noch eine mit. Hilft ja nur alles nichts. Hier ist nämlich noch was drin. Wir gehen nochmal separat für Waffen oder sowas. Ich habe keine Lust. Man kommt so selten an diese Blutkonserven dran. Abmarsch. Muss ich mich mal eben, warte mal eben, bleib mal liegen. Ich will mich mal einmal orientieren. Wir müssen da hoch. Das war der Berg von uns, ne? Ja. Oder eher gesagt dahinter der, ne? Ich würde sagen, die gehen aber erstmal unten am Fuße lang, oder? Oder wenn wir rennen müssen, dann halt schnurstracks. Wir wissen ja, wo wir uns treffen, ne? Ja. Kommt man denn hier nur über diese Leiter hoch oder kann man auch das Gebäude? Nee, man kann über die Leiter. Also durchs Gebäude ist nicht. Nee. Ich versuche jetzt so schnell wie, also was heißt so schnell wie möglich? Aber ich werde jetzt versuchen, so leise wie möglich hier außerhalb der Stadt zu kommen. Und wenn das wenn das nicht funktioniert, fange ich an zu laufen. Normalerweise müssten wir eigentlich noch mal in den Shop oder sowas. Aber mir ist das mit diesen Arzneimitteln, das ist mir wichtig, dass die nach Hause kommen. Oder was meinst du? Ja. So, bring mal die weg, ne? Ja, würde ich sagen. Wir sowieso dann gleich Schluss machen, ehrlich gesagt. Ja, können wir ja machen. Wenn wir da oben sind, machen wir Schluss. Ja. Können wir auch rennen. Ja, die sollen uns ja nicht verfolgen. Zombie ist killed 17, das habe ich doch heute noch nicht gemacht, oder? Nee, insgesamt scheinbar. Bei den zwei Malen, okay. Hier hinten sind wir ja auch hergekommen, ne? Das große Haus da. Da ist im Moment alles frei, da können wir schön rüber. Toll, vorhin war hier Raschauer und jetzt? Oh, da ist wieder einer. Nee, ne? Ah, super. Soll ich jetzt hier liegen bleiben oder was? Weiß ich nicht, ich lasse mich so langsam mal rüberrollen. Jetzt? Da oben am Berg, wo wir hoch müssen, habe ich auch schon einen Zombie gesehen. Bade? Da muss man durch. Hier vorne ist das Loch. Zelt wolltest du ja eh noch mal experimentieren, ne? Da werde ich morgen das sehen, ob das noch drin ist, weißt du? Mhm. Bin denn von hier gekommen? Ne, eigentlich hier vorne. Hier ist der Eingang. Und da sind wir gekommen. Das schaffen wir. Wir sind jetzt schon ganz schön weit gekommen. Da hinten läuft ein Zombie im Berg.
Weiter nach hinten noch. Achso, da ist einer, der steht über. Okay. Scheiße. Naja, jetzt wollen wir auch nichts riskieren. Warte noch, bitte bei dir vorbei ist. Weißt ja, ne, wenn du Alt-Taste drückst, dann kannst du dich auch drehen, ohne dass du dich bewegst. Mach ich doch. Was? Kann man das nicht sehen? Nee. Man sieht nur im Kopf, dass der Kopf ein bisschen dreht. Oh Scheiße, am Berg zwei Stück. Da kommt hier runter. Da ist noch ein dritter. Und der Hopser kommt. Also wenn man sich so dreht, ne? Oh, da ist auch noch ein Hopser hier vorne. Das ist unheimlich lautlos, ne? Alter Fresse. Hörst du die Geräusche, dieses Grunzen? Mhm. Den Büschen hier noch und dann können wir, glaube ich, in der Hocke gehen. Oh, du gehst ja schon. Jo. Weißt du ungefähr, wo wir dann nach oben müssen? Nein. Ich hoffe einfach erstmal. Am meisten Glück mit dir. So, wo bist du? Hinter dir. Ich hab gerade Fliegen gehört. So, das hier war der erste Berg, ne? Oder ist das schon der Berg hier? Das ist der Berg, den müssen wir oben. Oh, hast du ein Messer dabei? Nein. Hier ist ein Wildschwein. Ja, das habe ich auch schon mal versucht, aber ohne Messer kannst du es nicht zerlegen, ne? Anklicken. Muss es erschießen oder ja, mit der Axt? Nein, mit dem Messer kann man das machen irgendwie. Ja, du kannst es auch erschießen, aber du musst trotzdem Messer haben, um es auszuweiten. Ja. Das habe ich leider noch nicht gefunden. Jetzt verpisst es sich. Und dann brauchst du noch Feuer und Holz und ach, ja, ja. Das auch. Ja gut, aber das wäre ja auch noch Nahrung gewesen, ne?
Ja, Holz, wenn ich das Problem. Die Streichhölzer habe ich auch. Ja, Streichhölzer zum Beispiel habe ich nicht. Die habe ich ins Zelt gelegt. War aber nicht dieser Berg hier, oder? Ich dachte, wir müssen nach oben, oder? Ja. Kann auch der da drüben sein, hast du recht. Ich glaube, das war der zweite. Allerdings hier auf dem ersten stand auch ein Zelt, ne? Ja, aber nee, das war nicht unser. Nee. Ja, ja, das ist der erste, der hat dort recht. Da ist die kleine Bänke und dann... Warum bist du schneller wie ich? Aber ich bin unter dem Futter gerade. Renne! Geh aufrecht und ich renne. Ich weiß ja nicht, was du da an hast. Na, ich hab jetzt auch aufrecht und renne. Okay, das Zelt ist noch am Start. So. Sachen sind noch drin. Ja, ja, gut, das ist runtergefallen wieder. Na gut. Ist da was zu essen drin? Hm? Nee, ne? Was zu essen hast du nicht reingepackt, ne? Was in das Zelt? Doch, eigentlich schon. Cola. Eine Cola und eine Dose Bohnen. Ja, noch blinkt's ja nicht. Kannst ja erstmal noch drin lassen, wa? Ja, ich hab auch zwar nichts mehr, aber wenn du Hunger hast, dann ess. Ich würde sagen, war sehr erfolgreich die Mission. Ich beende mal die Aufnahme.